Ja, willkommen heute noch zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes, weil aktuell stehe ich wieder an dem Punkt, dass ich wieder den Mega- oder Meta-Welten-Reset machen werde. Und ich möchte euch natürlich mit meiner Strategie und ein bisschen auf dem Laufenden halten, ist es jetzt aufgegangen, was ich ausprobiert habe. Wie sind so die Ergebnisse? Ihr seht, ich stehe jetzt aktuell gerade vor Level 3095. Und hier habe ich jetzt aktuell auch schon das Maximum, also das ist eigentlich schon seit 100 Leveln inzwischen, weil so um, ich glaube, 2930 hatte ich jetzt schon das erste Mal oder halt inzwischen bei diesem Durchlauf den maximalen Reward. Das heißt, ich verliere ja sozusagen einfach den Multiplikator, weil das nicht mehr weiter mitsteigt. Also wie ihr seht, ist hier gerade wieder einer meiner Mercenaries gestorben. Okay, jetzt für 22 Rubine werde ich den mal noch wiederbeleben. Ansonsten, eben wenn das zu teuer wird, mache ich das normalerweise nicht. Und hier ist ziemlich wichtig diese 15% Quick Ascension. Je länger ihr gespielt habt, desto höher ist natürlich dieser Anteil, was das insgesamt ausmacht, weil diese 15%, wie viel das ausmacht, könnt ihr hier zum Beispiel ablesen, weil 10% wären jetzt hier schon, also 0,59, also hoch 9. Das heißt, das macht im Verhältnis zu dem, was ich hier jetzt bekomme, hier bekomme ich ja nur also 6 hoch 7, während ich hier jetzt eben, also es sind jetzt 0,75 etwa, also fast das Zehnfache von dem hier, was ich hier bekommen könnte. Und nur durch die Mercenaries, also ich klicke jetzt mal drauf, genau, also 7 hoch 8 habe ich jetzt bekommen. Und ja, also das ist mir erst jetzt so nach und nach aufgefallen, wie schnell ich nämlich durch die Mercenaries hier auf die Seelen komme, die letztlich auch dafür notwendig sind, um hier einen neuen Accident Soul freizuschalten, weil mit jeder Soul verdoppelt sich ja hier etwa dieser Wert und es wird dann immer aufwendiger, letztlich an diesen Wert ranzukommen. So, jetzt mal gucken, okay, nehme ich hier wieder den 8 Stunden. Es wird dann eh eine Weile dauern, wenn ich jetzt die Resets gemacht habe, bis ich hier wieder an die Mercenaries rankomme, weil ich muss ja da mindestens den ersten Durchlauf erstmal geschafft haben, bevor dieser Reiter wieder sichtbar wird. Und ja, was ich auf jeden Fall schaffe, dass ich dann noch die 8. Seele freischalte, sobald ich jetzt den nächsten Reset gemacht habe. Mal gucken, den Raubzug. Ja, den Raubzug habe ich noch gar nicht abgeschlossen. Das werde ich jetzt auch gleich mal noch nachholen. Und okay, da steht jetzt noch der Text von dem anderen Monster eigentlich, also nicht der Titan, weil der Titan hat normalerweise diesen Text nicht. Aber der ist jetzt auch gleich geschafft. Und dann kann ich hier auch nochmal, bevor ich dann den Reset mache, auch nochmal eine ganze Menge Seelen einstecken. So, weiter zum, sozusagen, wie ist die Strategie aufgegangen? Also natürlich, ich hatte ja hier vor allen Dingen viel Wert darauf gelegt, dass ich die Incident Cost senke. Und es hat mir auf jeden Fall hier einiges eingebracht. Ich habe jetzt hier Level 30 und ich habe 18 Level über die Relikte dazu geholt. Das heißt, ich habe jetzt über die Chance von 1 zu 3, dass eben einer dieser Urbosse auftaucht. Des Weiteren so ein bisschen nebensächlich war Heldenkosten senken. Deswegen ist der jetzt auf 27. Die ganzen anderen, die ihr hier seht, dass die eingeklappt sind, habe ich auf 25, also alle auf einem Levelstufe, wo sie im Verhältnis zu dem, was ich hier bekomme, letztlich nur einen geringen Prozentsatz ausmachen und ich das dann auch nochmal mitnehmen kann. Also die wichtigsten sind hier die Schatztruhen. Der Vergoldungsbonus ist inzwischen bei Level 50.000 und eben hier mit einem 100.000er Bonus. Dann eben hier die Monster-Level, das war auch noch so ein sekundärer, den ich jetzt mal aufgeklappt habe, weil ich den auch schon auf 27 gebracht habe. Das heißt, so im Schnitt brauche ich nur 8 Monster noch, um da eben ins nächste Level zu kommen. Das hier sind jetzt wieder einer von den Hauptleuten. Natürlich für das Idlen bin ich jetzt bei 60.000, Gold bei 30.000. Und was ich vor allen Dingen gesagt habe für die Strategie, den Mortus, denjenigen, dem man Heldenseelen gibt, um dann letztlich statt den eigentlichen 10% Bonus 11% Bonus zu bekommen. Aber eben durch die Rabatte ist das natürlich um ein Vielfaches gestiegen oder beziehungsweise deutlich lohnender geworden. Also hier in der Statistik seht ihr, wie viele Heldenseelen ich aktuell ausgegeben habe und wie viel ich davon aus den Ausstiegen selber eingesammelt habe.
und mit 3,4 hoch 10 im Vergleich zu dem, was er jetzt hier mit 3,2, das heißt, ich habe gerade mal 10% letztlich der Seelen auf die anderen verteilt und es wird natürlich dann noch mehr, weil ich habe immer geschaut, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gleich den nächsten Reset habe, dass ich dann den Bonusschaden so weit hoch bekomme, dass ich letztlich ja keinen Verlust im Schadensbonus habe und die Seelen, die dann übrig bleiben, die habe ich dann auf die einzelnen Incidents verteilt. Das zeige ich euch gleich noch, auch wenn es dann keinen Sinn mehr hat, weil ich dann den Weltenreset mache. Dann natürlich die Urheldenseelen, die inzwischen auch bei 13.000 liegen und einen entsprechend hohen Bonus haben. Und natürlich hier als der letzte SPS-Schadensbonus, dass das natürlich hochgeht. Wie gesagt, die anderen sind alle so ein bisschen nebensächlich. Die habe ich dann nur mit hochgenommen, weil es sich dann doch, wenn ich einmal kurz vor dem Reset bin und dann eben noch den letzten Push mache, um die nächsten Level einzusammeln. Weil ihr seht, aktuell im Leerlauf passiert da nicht mehr viel. Und auch hier kann ich euch zumindest schon mal zeigen, dass ich jetzt auch hier geschafft habe, alle Helden zumindest bis Greg zu benutzen. Den Kaido, der ist noch nicht aktiviert worden, aber der kann natürlich trotzdem schon Gildenboni einsammeln, auch wenn er selber noch nicht gekauft wurde. Ich habe mir noch ein paar Gildenpakete dazu gekauft, weil das mit den Diamanten dann auch ganz gut geklappt hat. Also Rubis immer wieder auf die rüber geklickt, um dann Rubis einzusammeln und da sind einige zusammengekommen. Und ja, jetzt geht es erstmal darum, noch eben den Push zu machen. Das heißt, aktuell war das höchste Level, was ich bisher in den Aufstiegen geschafft habe, 3113, was ich jetzt normalerweise ziemlich schnell pushen können sollte, indem ich jetzt einfach die Boni hier nochmal aktiviere und dann danach den Reset mache. So, mal gucken, ob jetzt gleich auch wieder ein Primalboss. Ja, es war ein Primalboss, aber eben, wie ihr seht, dieses Hoch 7 ist doch um einiges weniger, als die Mercenaries aktuell liefern können. Die Mercenaries werden, das wird natürlich deutlich weniger wieder werden nach dem nächsten Weltenreset, aber auf jeden Fall solltet ihr viel Augenmerk darauf legen, die Mercenaries zu benutzen und auch gut in den Leveln nach oben zu bringen, weil die einfach den die Anzahl der Seelen, die ihr kassieren könnt, extrem steigern können. So, jetzt bin ich gleich an dem letzten Level, wo ich ursprünglich gewesen bin. Natürlich sind die Laufzeiten auch erheblich verlängert, weil es ist Level 25, das heißt mindestens 50 Sekunden, aber wir sind jetzt trotzdem soweit durch. Damit auch bei den letzten Hero Souls angekommen, die ich jetzt hier eingesammelt habe. Was ich euch nochmal ganz kurz zeigen kann, hier auch die Relikte, die ich möglichst weit hochgelevelt habe und deswegen jetzt über 6000 Kerne bräuchte, um überhaupt da wieder weiterzukommen. Auf jeden Fall habe ich alle so weit hochgebracht, wie es nur möglich war und deswegen eben hier diese 18 Level insgesamt, die das nochmal für die Chance für die Urbosse dazu bringt. Was ich denke, was auch sehr wichtig ist, einfach um die Quote möglichst weit oben zu haben. So, jetzt gilt es dann erst einmal den normalen Reset noch zu machen. Also die werde ich jetzt einfach laufen lassen. Die 20 Minuten werde ich jetzt nicht mehr abwarten, sondern ich werde den dann einfach benutzen, wenn ich bei dem anderen wieder ein bisschen weitergekommen bin, um dann auch am Anfang möglichst viele Seelen zu bekommen. Wie gesagt, nochmal einfach hier... Hier seht ihr die Zahl, wie hoch letztlich so ein 100% Aufstieg wert wäre. Und wenn ich da jetzt 45%, ich glaube, das ist hier jetzt eine 8-Stunden-Quest gewesen. Das macht im Verhältnis auf jeden Fall deutlich mehr aus. Und noch als kurzen Hinweis, weil ich werde ja jetzt hier gleich die ganzen Seelen auch wieder opfern. Nur nochmal im Verhältnis, also hier habe ich jetzt ja Exponent 10, das heißt, ich habe hier... Wir kommen hier etwa das 30-fache dazu. Deswegen ist so meine Planung, ich werde hier den Solomon um ein Level erhöhen, einfach sozusagen um da eine glatte 15 draus zu machen. Das Maximum Transzendent Primal Reward werde ich vorerst trotzdem nicht erhöhen, weil sich ja dadurch, dass ich hier dann einen 30-fachen Bonus habe, auch hier 30-fach höher komme. Das heißt, da sollte der Puffer noch deutlich größer sein als Level 3100. Deswegen werde ich da erstmal noch drauf verzichten und werde stattdessen versuchen, hier vor allen Dingen in den die Incidence-Kosten eben tatsächlich noch weiter runterzubringen. Den Idle-Bonus mit 2000, den lasse ich erstmal so stehen.
Das heißt, ich sollte hier eigentlich dann bis Level 15 kommen. Ich habe noch immer überlegt, ob ich die Transcendence Power auch ein bisschen hochnehme, aber letztlich denke ich mir, wird es jetzt erstmal nicht notwendig sein. Ich werde das erstmal so durchlaufen lassen und sehen, wie sich das Ganze verhält mit den Multiplikatoren. Ob ich dann wieder am Anfang, ich glaube bei 3030 war es so das erste Mal, wo ich es da geschafft habe, eben diesen maximalen Primar-Reward zu bekommen. Wenn der jetzt um den Faktor 30 höher ist, mal gucken, in welchem Level der dann sozusagen gebrochen wird und inwieweit es dann sinnvoll ist, einen von den beiden zumindest hochzunehmen. Weil der hier, gehe ich davon aus, sorgt dafür, dass ich den früher erreiche. Das heißt, ich brauche weniger Basisseelen, um letztlich hier das maximale Bonus rauszuholen. Während umgekehrt der hier ja den Bonus erhöht. Das heißt, der verschiebt diese Grenze von den Leveln her nach vorn, also nach hinten in ein höheres Level, während das hier eher dafür sorgt, dass es in ein niedrigeres Level fällt. Aber das werde ich erstmal so weit stehen lassen. So, jetzt der letzte Weltenreset vor dem Totalreset. Ja. So, das war jetzt sozusagen hier der Achter. Jetzt kann ich euch hier zumindest nochmal kurz zeigen, wie ich das mit dem Antiken hier gemacht habe. Also mein Gesamtschadensbonus liegt jetzt bei 4,4 und das von dem Antiken liegt bei 3,5. Und das heißt, ich würde jetzt hier den Antiken so weit anheben, dass der jetzt sozusagen auf einen Gesamtschadensbonus von etwa 4,4 kommt. So, jetzt bin ich bei 4,4. Und das heißt, die 3,7 hoch 9 Seelen habe ich jetzt dann, oder hätte ich dann, um die auf die anderen zu verteilen. Da würde es sich zum Beispiel auch wieder lohnen, weil das macht dann nur ein Drittel, hier wieder ein Level dazu zu nehmen. Aber wie gesagt, jetzt ist es eh erstmal egal, weil ich will jetzt die neuen Accident Souls aktivieren und mache den kompletten Weltenreset. Ja. So, diesmal ohne Reset, aber dafür mit den zusätzlichen Seelenpunkten. Also wie gesagt, hier hatte ich vor, eine dazu zu nehmen. Ah, ich habe ein neues Achievement erreicht und zwar jetzt insgesamt 50 Accident Souls ausgegeben bzw. eben verwendet. So, ihr seht, also hier statt einem Exponent 7 haben wir jetzt hier den Exponenten 9, was ja um einiges mehr ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie weit sich mit den restlichen 7 Seelen tatsächlich hier noch die Accidence-Kosten senken lassen. Im Moment sind es ja knapp noch über 3%, was das sozusagen mit sich bringt. Ah, okay, bei 10 wird es jetzt schon angehoben. Das heißt, es sind jetzt schon 43. Und okay, das heißt, ich kann jetzt hier nur bis Level 12 gehen. Aber immerhin, das heißt, gegenüber vorher 33% habe ich jetzt schon 46% Nachlass sozusagen in diesem erreicht. Dann werde ich hier die eine Seele nicht dem Solomon geben, sondern hier dem Maximum und werde damit das Limit, denke ich, noch ein bisschen nach draußen schieben. So, das heißt 10% mehr, das heißt 5,5% ist dann sozusagen jetzt das maximale Primal-Reward, den ich erreichen kann. Und ja, damit werde ich mich jetzt erstmal wieder etwas abmühen für den ersten Durchlauf. Das wird eben einige Stunden dauern. Diesmal werde ich euch das nicht reinschneiden, um da noch die Sachen zusammenzubekommen, sondern ich hoffe, es war so erstmal informativ wieder, wie sozusagen die Strategie bisher funktioniert hat, wie weit ich damit gekommen bin. Und jetzt mal sehen, wie lange es letztlich dauert, ob das wieder so eine knappe Woche oder länger dauert, bis ich dann einen lohnenden Aufstiegspunkt erreiche, wo ich einfach sage, okay, jetzt habe ich hier den Maximal-Primal-Reward wieder erreicht und dann lohnt es sich wieder aufzusteigen. Aus meiner Sicht ist die Strategie, den nächsten Transzendent dann zu machen, wenn ich tatsächlich die Levelstufen erreiche, wo der maximale Primal-Reward erreicht wird und somit der Transzendent Power Bonus letztlich nicht mehr ausgenutzt werden kann, unabhängig davon, wie viele Accident Souls ihr tatsächlich zu dem Zeitpunkt habt oder welche anderen Rahmenbedingungen sonst noch gelten. Und ja, ihr seht also hier, jetzt gibt es nur 7 Heldenseelen für einen Aufstieg, also das wäre ziemlich wenig. Aber ich denke, das wird auch bald und schnell wieder dann mehr werden. Soweit für heute und ich wünsche euch viel Spaß, eure Strategien auszubaldowern, wie ihr hier möglichst optimal mit dem
Outsiders umgeht, um das Spiel zu beschleunigen und schneller an die AC Soul zu bekommen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.